Wenn man jemanden bei Laune halten will, kann man im Deutschen auch sagen, gebt dem Affen Zucker. Woher kommt diese Redewendung? Nun, noch vor wenigen Jahrzehnten oder sagen wir mal vor 100, 200 Jahren sind oft Männer über die Dörfer gezogen, die hatten solche Leierkästen, haben Musik gemacht und meistens war auch ein Affe dabei, der hat dann zu dieser Musik Kunststücke gemacht. Das war dann oft das Highlight einer Woche in einem Dorf und der Affe hatte meistens aber nur begrenzt Lust, diese Kunststücke zu machen. Also wurde er immer wieder mit Zucker gefüttert, damit er weitermacht, weil er wusste, okay, wenn ich die Kunststücke mache, dann kriege ich Zucker. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine ähnliche Situation. Der Affe ist die Bevölkerung und die Politik gibt den Zucker. Und wir sehen das jetzt derzeit in Deutschland, ist ja Wahlkampf. Wir sehen das jetzt in Japan ganz konkret, nachdem hier klar ist, Suga, der Ministerpräsident, wird aufhören. Und wir sehen das Gegenteil von Zucker dem Affen oder das Gegenteil dessen, was das Zuckergeben dem Affen bedeutet. Nämlich in den USA, da wird jetzt der Zucker entzogen. Und das wird für schlechte Laune sorgen und für die Forderung, ja, gib dem Affen doch wieder Zucker, sonst hat er schlechte Laune und dann haben wir ein Problem. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Wir haben ja am Freitag den Arbeitsmarktbericht gehabt und wir werden jetzt zunächst mal die Reaktion der US-Notenbank darauf haben. Viele Fed-Speaker in dieser Woche, beginnend morgen mit Williams, der einflussreiche Chef der New York Fed, dann Kaplan, dann Evans, dann am Donnerstag Daley, Bowman, Kashkari, Rosengreen, Kaplan nochmal und Williams nochmal und dann am Freitag Mester. Die werden uns alle erzählen, und das wird für die Aktienmärkte wichtig, wie jetzt denn die Arbeitsmarktdaten zu verstehen sind. Tapering erstmal abgesagt, verschoben oder doch bald, das wird also zunächst mal für die Märkte dann wichtig. Aber wichtig ist eben auch, dass diese Herrschaften eben die ausführenden Organe sind, die dem Affen den Zucker geben. Sie drucken nämlich den Zucker, könnte man sagen, sie drucken das Geld, sie stellen also den Zucker her und geben es den Menschen. Und hier sehen wir, dass natürlich jetzt ein fast ideales Umfeld ist für eine inflationäre Entwicklung. Wir haben eine Bevölkerung, die an diesen Stimulus, an diesen Zucker gewöhnt ist, auf der einen Seite, und wir haben auf der anderen Seite mehr Geld, das in Umlauf gekommen ist, als es Güter gibt, zumal wir jetzt derzeit eine Shortage of everything haben, also praktisch einen Mangel an allem, was die Produktion, was das Angebot betrifft. Hier ein Artikel in der Financial Times von Autos bis Computer. Und das bremst das Wachstum auf der einen Seite und heizt die Inflation auf der anderen Seite an, denn wenn zu wenig Güter da sind bei einer Nachfrage, die nicht geringer geworden ist, dann steigt der Preis für die Güter, weil eben die Nachfrage nach diesen Gütern so stark ist. Wir sehen hier, wie stark das nach oben gegangen ist. 40% aller europäischen Hersteller sagen, wir haben zu wenig Material, wir haben zu wenig Equipment, wir können nicht so herstellen, wie wir herstellen wollen. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt die Situation, dass wir in eine eher stagflationäre Phase eintreten. Also die Wirtschaft kühlt ab, aber die Inflation, die bleibt hoch. Genau das prognostiziert jetzt Goldman Sachs, indem man das dritte Mal innerhalb eines Monats jetzt die Wachstumsprognosen für die USA gesenkt haben. Das dritte Quartal sieht man unverändert, da hatte man die Prognose jetzt schon gesenkt. Jetzt hat man das vierte Quartal und die folgenden runtergenommen. Warum? Weil der Affe zu wenig Zucker hat. Man sieht the harder path for the consumer, also einen härteren, einen steinigeren Weg für den Konsumenten. Was ist da los? Warum ist das so? Da wollen wir uns diese Geschichte mal anschauen. Heute enden für 7,5 Millionen Arbeiter, und da hängen ja noch Familien meistens dran, die sogenannten Unemployment Assistance Programs. Die werden also abgeschnitten. Dazu kommen noch fast 3 Millionen Leute, die ihren 300-Dollar-Scheck, den sie pro Woche bekommen haben, zusätzlich zu dem State Unemployment Benefit. Auch das wird aufhören. Also der Affe, der erleidet jetzt Zuckermangel und dann will er nicht mehr so recht tanzen, will keine Kunststücke mehr vorführen, kriegt schlechte Laune, will nicht mehr konsumieren. Und in einer Wirtschaft wie derjenigen der USA ist der Konsum ja das A und O, 70% der Wirtschaftsleistung. Also muss da irgendetwas passieren, sonst wird sich die Laune deutlich eintrüben. Und wir sehen hier in Deutschland, da ist jemand erfolgreich, der eben genau das Gegenteil macht. Der sagt, die Löhne müssen steigen. Ich will dem Affen Zucker geben. Glauben Sie, ist es Zufall, dass Olaf Scholz in den Umfragen führt? Ich glaube das nicht. Gut, er hat keine Fehler gemacht. Er hat
in Flutgebieten ist er nicht in Lachen ausgebrochen etc. Er hat auch eben nicht die Fehler gemacht, die Baerbock gemacht hat. Okay, das muss man ihm lassen. Vor allem hat man die anderen SPD-Herrschaften wie Kühnert, Esken und Bojans selten zu Wort kommen lassen. Auch das war wahrscheinlich sehr geschickt. Jedenfalls, Olaf Scholz ist genau deswegen erfolgreich, weil er eben höhere Löhne verspricht. Er ist in die Flutgebiete gereist und hat gesagt, ja, wir zahlen, gell? Also wir zahlen alles. Und das kommt natürlich bei dem Affen gut an. Das heißt, der Zuckerzufuhr, super, den wählen wir. Das ist derjenige, der dann wahrscheinlich der nächste Kanzler wird. Und jetzt haben wir also die Situation, es wird Geld gedruckt, es werden die Löhne wahrscheinlich steigen, weil die Politik es so haben will. Und jetzt sehen wir eben, die Politik will es so haben. Und das hat hier Julian Bridgen nochmal geschrieben, weil das Hauptkriterium für Politiker ist natürlich die Wiederwahl, nicht zwingend das, was das Beste für das Land ist. Schröder hat aus seiner Sicht damals die Entscheidung getroffen, ich will das Beste für das Land, auch wenn ich meine Wiederwahl riskiere. Er hat sie riskiert und dann verloren. Das würde ein Olaf Scholz wahrscheinlich nie tun. Dementsprechend sehen wir jetzt eben, dass die Inflation ein ideales Umfeld findet. Wir haben zu wenig Angebot, wir haben gleichzeitig eine gute Nachfrage und wir haben gleichzeitig jetzt eben diese Lohnpreisspirale. Milton Friedman, der bekannte Geldtheoretiker, hat gesagt, Inflation entsteht nur dann, da kann nur entstehen, wenn das Gelddrucken schneller passiert, als Produkte entstehen können oder als der Output, der Waren-Output oder Dienstleistungs-Output der Fall ist. Und genau das ist derzeit der Fall. Also nichts kann idealer sein für die Entstehung einer Inflation als die derzeitige Situation. Man kann es nicht anders sagen. Die Notenbanken tun so, als wären wir noch in der totalen Krise, als wären wir im totalen Lockdown, drucken munter weiter. Das werden wir in dieser Woche von der EZB hören. Nein, also wir können noch nicht aufhören mit dem Geld drucken und wir werden es diese Woche auch von der FED hören. Oh, also der Arbeitsmarkt, der ist doch nicht so weit. Das ist also letztendlich die Botschaft, dann wir drucken weiter. Die Finanzmärkte wird es freuen, aber ist es gut für die Wirtschaft? Ist es gut für unsere Gesellschaft? Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir die Probleme dann wieder in die Zukunft verschieben. Wir nehmen Kredit aus der Zukunft und konsumieren in der Gegenwart. Wir verkonsumieren in der Gegenwart unsere Zukunft und das ist selten gut. Das führt meistens zu Folgeschäden, die dann wir später oder andere später auszubaden haben. Jetzt sehen wir in El Salvador den interessanten Versuch, mit Bitcoin ein staatliches Zahlungsmittel einzuführen, die Kryptowährungen sozusagen als erstes Misstrauensvotum, als Flucht vor Inflation, vor dem unendlichen Gelddrucken, als potenzielles Zahlungsmittel, das eben nicht kontrolliert werden kann durch Notenbanken. El Salvador will das jetzt ab 7. September machen, also ab heute. Jetzt hat Präsident Bukele gesagt, also wir haben jetzt mal 200 Bitcoin gekauft als Staat El Salvador und wir wollen noch mehr davon kaufen. Interessant. Normalerweise sagt man ja nicht, man will mehr davon kaufen, weil wenn andere wissen, dass ich sehr viel kaufen will, dann kaufen sie vorher, dann muss ich teurer kaufen später. Elizabeth Warren, die linke Demokratin, hat gesagt, ja, Krypto ist sozusagen die neue Schattenbank. Ja, gar nicht so schlecht der Vergleich vielleicht. Also interessante Perspektiven. Jetzt kommen wir aber zu Japan. Wir haben gesehen, in den USA, da kriegt der Affe langsam Zuckermangel. In Deutschland wird der Zucker versprochen und auch in Japan wird er versprochen. Wir sehen, dass der Nikkei deutlich gestiegen ist wieder. Der ist richtig gut drauf, seitdem Suga gesagt hat, der Ministerpräsident, er werde zurücktreten. Der Nikkei hat jetzt die Marke von 30.000 touchiert heute. Und warum passiert das? Weil der wahrscheinliche Nachfolger von Suga, nämlich Kishida, gesagt hat, also er will noch mehr Stimulus und er will auf keinen Fall, dass der Stimulus der japanischen Notenbank, des QE der japanischen Notenbank in irgendeiner Form verringert wird, sondern wir müssen sogar noch mehr tun. Also wir geben dem Affen noch mehr Zucker und das bedeutet natürlich, dass diejenigen, die den Zucker erwarten, da erst einmal gute Laune haben und sagen, ja super Idee, mein Lieber, dich wählen wir also. Und so setzt sich die ganze Geschichte fort. Kommen wir jetzt zu China, meine Damen und Herren. Hier hat George Soros gesagt, also BlackRock hat die Politik von Xi Jinping völlig missverstanden, hat einen tragischen Fehler gemacht, wird viele Milliarden, wenn nicht gar Billionen versenken in China, weil man eben nicht verstanden hat, welche fundamentale Wendung jetzt Xi Jinping mit dieser
Hinneigung zu diesem Common Wealth, also praktisch zu diesem gemeinsamen Wohlstand, der faktisch die Rückkehr zum Kommunismus ist, lieber alle gleich arm als weniger Unterschiede in der Gesellschaft. Das ist genau das Motto. Wir sehen jetzt neue Meldungen, dass China offenkundig seine Assets auch im Ausland mehr und mehr verkauft, respektive chinesische Firmen das machen. Das dürfte ein neues Rekordjahr werden oder das könnte ein neues Rekordjahr werden. Natürlich nimmt man da Gewinne mit, aber es ist auch ein Zeichen nach meiner Auffassung für eine Art Deglobalisierung, die da stattfindet. Ja, also China zieht sich jetzt wieder zurück aus dem Westen oder aus westlichen Ländern und wickelt im Prinzip diese Globalisierung wieder ab. Wir sehen trotzdem heute interessanterweise Daten zum chinesischen Handelsvolumen, dass die Exporte deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, auch die Importe deutlich gestiegen sind, deutlich mehr gestiegen sind als erwartet, und das angesichts einer doch sehr schwächelnden Wirtschaft. Erstaunlich, wo diese Daten herkommen. Wir sehen da hier einen kleinen Zacken nach oben. Viel ist es nicht. Wir sind sozusagen ja von einem Katastrophenniveau gekommen letztes Jahr, als alles im Lockdown war, aber dennoch erstaunlich. Und wir sehen, dass in China Evergrande, diese Firma für Bauentwicklung, für Immobilienentwickler, der größte in China mit etwa gut 300 Milliarden an Schulden, Dollar, dass jetzt die Anleihen von Evergrande im chinesischen Handel vom Handel ausgesetzt wurden, weil eben der Wert dieser Anleihen so stark verloren hat. Hier unten sehen wir mal übrigens mal chinesische Junkbonds, mit welcher Rendite die versehen sind. 13%, nicht schlecht. In den USA haben wir so ungefähr 3, irgendwas Prozent, sodass wir da auch eine real negative Rendite haben. Das heißt, diese Rendite für diese hochriskanten Anleihen von Firmen mit schlechter Bonität, wenn ich da die Inflation abziehe, dann verliere ich Geld. Nur in Europa ist es noch krasser. Hier sehen wir, dass das erste Mal jetzt solche High-Yield-Bonds praktisch keine Rendite mehr abwerfen nach Inflation. Das heißt, ich habe ein immenses Ausfallrisiko bei diesen Anleihen und nach Inflation verdiene ich auch kein Geld. Das zeigt, wie krass die Märkte inzwischen geworden sind. Finanzielle Repression, irgendwo muss das Geld hin, irgendwo müssen sie hin. Das genau ist das Problem. Und was ich noch hier ansprechen wollte, meine Damen und Herren, ist ein Artikel. Wir haben die ganze Zeit, oder ich habe die ganze Zeit über Inflation gesprochen. Ein sehr interessantes Video wieder von Christian Rieck über Gold, Bitcoin. Was funktioniert, wenn alles den Bach runtergeht? Christian Rieck wird übermorgen am Donnerstag bei der nächsten Folge von Boom und Bust unser Interviewgast sein. Freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Extrem intelligenter, eloquenter und auch persönlich sehr sympathischer Mensch, wie ich mich in einem Telefonat überzeugen konnte. Donnerstag 18:30 Uhr. Aber schauen Sie da mal an, was der sagt über Gold, Papiergeld und Bitcoin. Das ist eben nicht der übliche Main-Speak, sozusagen der Mainstream-Speak, sondern das finde ich hochinteressant. Werde ich unter das Video verlinken. Schauen Sie sich das mal an, wenn Sie die Zeit und die Lust dazu haben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt wünsche ich erst einmal einen wunderbaren Dienstag haben wir heute und sage Servus und Ciao. Inflation, Gold, Bitcoin, was funktioniert, wenn alles den Bach runtergeht? Bis dann, Servus.